So, back to the roots und so, ne? Weiß Bescheid. So, okay, jetzt sind hier noch voll was dabei. Ich nehme mal nebenbei kurz das Verräumchen hier ein. So. Shut up, guys. Hallo? Ah ja, ich konnte gar nicht vorwärts. So, einmal noch heilen und dann haben wir wieder Spritzen auf Lager. Spielen mal ein bisschen defensiver. Das habe ich gerade relativ einfach noch reingeräuscht. Habe mich nicht so wirklich um meine Gesundheit gekümmert. So. Ein bisschen defensiver agieren. Deckung suchen und töten. So. Verdammt nochmal! In Deckung mit Ihnen! Ja, was denn? Ist ja keiner mehr da! Jetzt schreit er hier in Deckung oder was? Du bist ja eine Flöte, oder? Anata! Anata! Oh, zwei, Bro. Vielleicht die Hilfe. Der lebt ja immer noch. So, mal. Hackt das irgendwie oder was? Für Granaten habe ich eigentlich vorhin aufgenommen, das ist ja krass, ich habe immer noch eine. So. So, Jungs, habt ihr das da mal oder was? Nee. Meine Fresse. Das war natürlich auch nicht ganz so schön hier, die Galgen. Naja. Aber zeigt natürlich die Brutalität des Regimes und wofür wir hier eigentlich kämpfen. Alles sauber! Wir rücken vor! Granata, ihr Wichser! So. Jemand zu Hause? Oh, oh, sorry, oh, du bist eine Geisel. Natürlich mit Absicht knapp daneben geschossen, ne? Geben Sie uns Deckung. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Ja, so. Geben Sie uns Deckung. Ja, so ganz gechillt. Ja, schon dabei. Bleiben wir uns locker. So, wir haben also jetzt die Geiseln befreit. Und ihr hört es natürlich lautstark. Noch mehr Gegner. Verdammt! Was, wieso? Ich dachte, ich soll die Deckung geben. Was soll ich jetzt hier abhauen? So. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Okay. Halten Sie die Augen offen. Bam. Und bam. Hey, da lebt er noch. Sag mal. Probleme? Der lebt auch noch. Ja, der groovt einfach mal weg. Im Wegrutschen, ja. Das ist einfach mal voll der krasse Headshot. So. Change Mag. Or changing. That was the right word. Oh, komm. Los, los, los. Na, endlich. So. Razor 6 vor, kommen. Razor 6 vor, kommen. Hallo. Die, Fucker! Die! Los, los! Scheiße. Da will ich auch ruhig mal ein bisschen konzentrieren können, anstatt hier irgendwie nur wild rumzuballern. Na, endlich. So, die sind jetzt da unten. Okay, da kommen irgendwo Gegner. Er schießt nämlich. Oh! Und lass da. Okay. Gut. So. Ich schütze euch. Nur mit der Ruhe. Oh, jetzt hat er gleich zweimal geschossen. Wieso das? Hallo! Meine Fresse. Changing Mag. Okay. So, sichert die Probe, Jungs. Mother 2, hier Delta 3. Wir haben die Substanz, nach der sie hier graben. Ein Black 2
erwarten Genehmigung, die Anlage zu zerstören. Wiederhole, erwarten Genehmigung, die Anlage zu zerstören. Over. Sie haben grünes Licht, Herr Satui. Ich wiederhole, Sie haben grünes Licht, die Anlage zu zerstören. Machen Sie sich auf den Weg zum östlichen Hallo? Ah. In den Lagern dort müssen Sie Sprengstoff finden. Out. Zack. Sie haben sie gehört! Bewegung! So. So, jetzt machen wir wieder den Angriff. Und ich muss mal meine Meinung zu dieser Entscheidung abgeben, die Mutter 2 da gerade bestätigt hat. Und zwar sollen wir das Lager zerstören. Für mich bringt das aber relativ wenig Sinn, da ja hier Uran abgebaut wird, was natürlich radioaktiv ist. Es ist immer eine Menge Energie in solchen Rohstoffen. Wird natürlich die Schwärmeentwicklung und die auch Explosion natürlich noch mehr freigesetzt. Und dann verseucht man ja irgendwie hier das ganze Gebiet, die ganze Insel oder noch einen viel größeren Kreis. Und das hat für mich irgendwie keinen Sinn. Ich meine, es gibt ja wie gesagt die Geiseln, also Menschen, die auch irgendwo leben, die hier ein Zuhause haben. Und ja, das wäre dann auch ein bisschen menschenfeindlich sozusagen, wenn man das ja alles radioaktiv verseuchen würde. Wo denn? Ah! Wow! So, erstmal Spritze und hier war nochmal irgendwo Spritzen. Ey, ich hab mich gerade geheilt hier, was soll denn bitte? Direkt jetzt ein Kratzer am Finger. Man sieht doch überhaupt nichts durch die Kimme und Kornwiese. Das ist ja eh. Die Gegner, die gehen auch immer nur nach 30 Schüssen down. Und guck mal, hier die chillen erstmal. Das ist die ganze Drecksarbeit. Wow! Wow, fuck! Na los, Bewegung! Dann nimm doch mal die scheiß Spritzen auf, du Lappen! Oh! Soll ich aushalten hier? Granate! Ihr Hunde, Granate! Durch den Zaun und der stirbt einfach mal nicht. Oh Gott. Los, los! Oh, jetzt reagiert die Maus nicht. Ich drücke die Taste und er schießt nicht. Hallo! Wir haben den Sprengstoff! Ja. Wiederhole! Wir haben den Sprengstoff! Wir bringen die Ladungen jetzt an! Razor 64, geben Sie uns Deckung! Okay, jetzt sind wir wieder Sergeant Tyler Wells. Wo sind die denn? Ah, da. Und seht euch mal diesen riesen Bagger an. Ist das krass. Aber das ist auch wirklich geil gemacht, dass er auch wirklich mit diesem Rater und so, also mit der riesen Schaufel, sag ich jetzt mal. Echt nicht schlecht. Sehr gut gemacht. Hier nach dem Urangraben. So, hier kommen feindliche Laster. Kommt noch mehr, ich schalte sie aus. Wir haben Kontakt! Bam! Ich bin schon in Deckung. Oh, der wurde wahrscheinlich Kraft-Dienst ausgeschaltet.
Ich habe nämlich auf den geschossen und da ist der irgendwie schon gestorben. Hallo? Lade nach! Alter, wie muss ich denn da vorzielen? Weitere feindliche Truppen aus östlicher Richtung. Sie haben den Bagger erreicht. Meine Fresse. Schalten Sie sie aus, Razor 6 vor. Oh, hallo, wo gehen denn die Kugeln hin? Wir haben feindliche Aktivität in östlicher Richtung. Sie verarschen. Greifen Sie an, wiederhole. Kann euch denn ernst sein? Boah, jetzt habe ich ein ganzes Magazin verballert. Ich fass es ja nicht. Aber bei sowas könnte ich richtig ausrasten, Alter. Da war ich echt sehr... Also sowas kotzt mich mal sehr an. Wo man Schüsse verfehlt, ey. Und dann auch noch... So krass. Oh, man labert doch nicht so viel, ey. Meine Fresse. Kannst du deine Frau erzählen? Aber nicht mir. Weitere feindliche Truppen aus östlicher Richtung. Sie haben den Bagger erreicht. Schalten Sie sie aus, Razor 6 vor. Mann, ey. Jetzt gerade am liebsten halt nochmal neu machen. Razor 6 vor. Wir haben feindliche Aktivität in östlicher Richtung. Greifen Sie an. Wiederhole. Greifen Sie an. Ja. Hey. Bagger, wir sind bereit. Los, verziehen wir uns. Na los, Bewegung. Oh, like a boss. Guckt uns an, wir sind die geilen Amerikaner. Wir können alles. Wir retten jedes Mal die Welt und fühlen uns dabei so hart. Kopfschuss 19, Kills 94, Genauigkeit 1,94%. Geheimnisse gefunden 3 von 3. Das ist natürlich schon noch ein bisschen älter. So. Wir setzen diese Story natürlich fort. Die Zerstörung der Mine hat das Regime geschwächt. Nun ist es an der Zeit, ihm den Todesstoß zu versetzen. Razor 6-4 wird die Sache zu Ende bringen und General Vasquez ein für alle Mal aus dem Verkehr ziehen. Kurze Ansage. Kurze Mission. Der Jäger und seine Beute. Es ist soweit, Razor 6-4. Sie müssen sich durch die Ruinen vorarbeiten, ihre Position erreichen und die Zielperson eliminieren. Sie dürfen nicht entdeckt werden, sonst entkommt er. Wenn sie auffliegen, ist die Mission gescheitert. Rücke vor. So, das denkt man zumindest, wenn man den Ladebildschirm vor sich hat. Kurze Ansprache, kurze Mission, aber diese letzte Mission hat extrem in sich. Also, die ist echt schwieriger, als man denkt. Und auch in der letzten Aufnahme. Also in der... Ja, ihr wisst ja, dass ich schon mal eine Aufnahme gemacht habe. Wo ich dann das Let's Play auch zu Ende gebracht habe. Die Aufnahme meine ich. Ja, da hatte ich auch so ein, zwei Problemchen gehabt. Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht. Gesundheit! Hin. Okay, hier ist ein Gegner. So. Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht irgendwie gesehen. Okay, der rennt da irgendwo lang. Quick save. So. Und man kann es auch so sehr schlecht einsehen. Sehr viel Pflanzen. Und Stein und Gegner. Und alles irgendwie. Wirklich kaum zu sehen. Also,
Banger McGee! Das hilft mir gerade ungemein, dass ich mich hier umgucke. Ja! Was war das denn? Also Freunde, jetzt mal ganz ehrlich. Ja? Jetzt mal Hand aufs Herz. Das war bis dato sehr, sehr gut gespielt. Ja? Da gab es überhaupt gar nichts zu meckern. Und dann wieder so eine Sache vom Spiel, wo ich mir denke, hackt's oder was? Seid ihr irgendwie völlig blöde im Kopf? Oh Gott, ich hab mich schon gewundert, kommt der jetzt mal raus oder kommt der erst dahinter irgendwo raus und oh, auf einmal kam der dann. Aber wie gesagt, das ist so eine Sache, er guckt in eine andere Richtung, ich stehe da, gucke auf ihn und er hier denkbar der Key oder was er da gelabert hat und ich bin erstmal erwischt. Das ist so, naja. Und erwischt. Aha! Das war geil. Der Witz ist ja auch, er stirbt ja danach sofort, so eine zehnte Sekunde oder so. Aber nein, das dringt natürlich sofort zum Boss des Regimes, sage ich jetzt mal. Der kriegt da natürlich davon sofort Wind.